Hallo. Was für ein schöner, warmer Herbsttag. Die Sonne, das Mühlrad. Eigentlich ist es höchste Zeit für mich, das Mühlental zu verlassen in Richtung Süden. Aber irgendwie kann ich mich dieses Jahr nicht entscheiden. Wegen der Leute hier, die wie immer ihrer Arbeit nachgehen. Vor allem aber wegen der Kinder. Sieht fast so aus, als wollten sie es heute den Störchen nachtun mit ihren Stelzen. Ich denke, das Spiel heißt Fußball. Ihr stellt heute nichts als Unfug an. Aber wartet nur, irgendwann werde ich auswandern. Die Kinder sind heute wirklich und wahrhaftig besonders wild. Da wird es bald mit meiner Ruhe vorbei sein. Ich bin neugierig, was heute noch alles passiert. Wenn das nur gut geht. So habe ich die Kinder selten erlebt. Es wird wohl langsam Zeit, dass ich mich vorsichtig in mein Nest zurückziehe und mir das Ganze von oben ansehe. Vor allem, wenn die Kinder diese bunten Vögel in die Luft ziehen, ohne Rücksicht auf den sonst hier üblichen Flugverkehr. Schade, dass mein Opa nicht da ist. Wieso denn dein Opa? Der könnte uns ein bisschen mit seinem Traktor rumfahren. Als ob das nur dein Opa könnte. Hey, bist du verrückt? Runter da mit dir. Reg dich doch nicht so auf. Bist du schon mal gefahren? Nein, aber ich weiß, wie es mein Onkel macht. Na komm, los, rein mit euch. Aber Watzek, wenn wir mit dem Traktor fahren, was meinst du, was da los ist? Hat doch keiner gesagt, dass wir damit fahren. Wir wollen ja nur ein Stückchen rollen mit dem Ding. Versprichst du das? Na klar doch. Los, komm, wir fahren mit. Ruhig, ganz ruhig. Du nicht. Wieso denn nicht? Weil du zu klein bist, ist viel zu gefährlich. Und was ist mit uns? Wir passen schon auf. Dann kann sie auch mitkommen. Aber ohne die Gans. Na gut, du wartest hier auf mich, Clementinchen. Pass auf die Bäume auf! Ja doch!
nicht, das ist viel zu eng dazu. Na, das wird was geben, wenn mein Opa umzieht. Onkel Sackwitz wird ganz schön böse sein. Halt endlich an, Watzek. Gut, ich versuch's. Dann rechts. Du denn, Junge? Watzek, ihr hättet euch beinahe umgebracht. Guck mal da. Das wusste ich nicht, Philipp. Wirklich. Ja, ja, jetzt ist aber Schluss. Na, wartet, wenn das der Sackwitz erfährt. Kommt runter. Ich wieso? Das merkt der Sackwitz von ganz alleine. Na, den habt ihr aber schön geschmückt. Sehr schön. Hey, sag mal, was macht ihr denn für Gesichter? Ach, ihr wollt bestimmt, dass ich euch den Drachen ziehe, ne? Los, steigt schon ein. Nein, ist nicht nötig. Kommt, wir ziehen ihn hoch. Na, was ist? Nein, das lassen wir schon, Sackwitz. Los, komm. Wiedersehen. Steigt schon ein, was ist denn los mit euch? Wiedersehen. Das Pokalspiel. Ich habe nicht gehört, wer gewonnen hat gegen deinen dusseligen Traktor. Wie bitte, was ist? Ich verstehe kein Wort. Und ich verstehe nicht, warum sie immer wieder diese bunten Vögel in die Luft bringen müssen. Aber auf einen Unfall, mehr oder weniger, scheint es heute nicht anzukommen. Jedenfalls, mein Bedarf an aufregenden Erlebnissen ist für heute wirklich und wahrhaftig gedeckt. Also dann. Besondere Tage brauchen besondere